Hallo ihr Lieben, ich bin die Lisa und ich habe heute eine spannende Frage für euch mit dabei. Und zwar, hast du schon mal ein schwarzhaariges Engelchen gesehen? Also ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es die gibt, aber ich fühle mich pudelwohl. Und ich lade dich jetzt wieder zu einer sportlichen Angelegenheit ein. Und zwar steht heute ganz die Planke im Fokus. Weißt du, was die Planke ist? Eine Stützhaltung, bei der all deine Körperstrukturen in die Aktion und Aktivität gehen müssen. Denn sonst ist sie nicht stabil. Also, alles arbeitet mit. Ich zeig's gerne mal vor. Komm als erstes mit deinen Handflächen, das heißt vor allem mit deinen Ellenbogen, Richtung Matte. Schau, dass du gut und breit aufgestellt bist. Die Handflächen können deine Ellenbogen gut umfassen. Im nächsten Schritt stelle schon mal deine Füße auf die Zehen und sobald du bereit bist, hebe deine Knie weg von der Matte. Lass den Körper nicht nach unten sinken, sondern neutral oben bleiben. Dein Kopf ist ganz anders als bei mir, der ja gerade zu dir schaut, geradlinig ausgerichtet. Das heißt, lass deinen Nacken wirklich hier entspannt bleiben, indem du mit dem Blick Richtung Matte schaust. Und dann halte hier ein bisschen. Genieße die Zwischenstufe zwischen Anstrengung und trotzdem Entspannung in der Haltung. Denn vertraue in deine innere Kraft und so kannst du auch in diese Haltung hinein entspannen. Wir halten noch weiter in der Planke. Genieße, wie du deinen Körper in seiner vollen Aktivierung fühlst. Genieße es, deinen Körper mal herauszufordern, ohne ihn überzufordern, denn wenn du möchtest und es für dich zu schwierig ist, kannst du hier auch die Knie ablegen. Ansonsten bleibe noch in der Haltung. Du weißt ja, auch Christkindchen und Weihnachtsmann müssen fit sein für den bevorstehenden Auslieferungstag zu Weihnachten. Halte also noch immer. Du willst sicherlich auch fit sein. Machen wir mal noch 15 Sekunden. Ich zähle mit. 15, 14, 13, wunderbar, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, sehr schön, 5, 4,5, 4, 3, 2, 1. Entspannen und komm in die Streckung. Wir gehen weiter. Auch die Seite kann eine Planke bilden. Schau, dass dein Ellenbogen gut unterm Schultergelenk aufgestellt ist. Dann winkel die Knie leicht nach vorne an und hopp, komm wieder nach oben. Du kannst den Arm dazu ein bisschen ausstrecken. Der Kopf ist entspannt. Die Körperstrukturen wechseln zwischen Aktivierung und trotzdem Entspanntheit und Vertrauen in ihre eigene Kraft. Bleibe noch in der Haltung. 5, 4, 3, 2. Achtung, wir kommen zu einem Zusatz. Jetzt rolle dreimal die Hand unter deiner Mitte unten durch. Komm dann wieder in die Länge. Zweites Mal. Und ein letztes Mal. Achtung, wir kommen zurück. Schwing die Beine nach vorne. Es geht aber noch weiter. Auch die andere Körperseite möchte trainiert werden. Stell hierfür wieder den Ellenbogen unter deiner Schulter auf. Nimm die Knie leicht nach vorne. Und los geht's. Stütz dich ab. Die Hüfte kommt weg von der Matte. Und auch der Arm kommt hier in seine prachtvolle Weite. Ein Lächeln trainiert auch deine Gesichtsmuskeln. Du haltest hier noch. Sei stolz auf die kraftvolle Stütze, die
die du deinem eigenen Körper zur Verfügung stellst. 5, 4, 3, 2, 1. Komm nochmal zurück. Dreh dich jetzt in die andere Richtung. Wir sind noch nicht fertig. Die Planke geht noch weiter. Stütz dich dafür wieder mit den Ellenbogen ab. Richte deine Arme ein. Und dann, wenn du bereit bist, heb nochmal die Knie weg. Schau, dass du zu Hause darauf achtest, dass dein Bauch kompakt bleibt. Mit dem Kleid ist das gar nicht so gewohnt für mich, das vorher zu zeigen. Aber du achtest hier schön selbst auf deinen Bauchnabel, der nach innen strebt. Halte noch gut weiter, genieße die kraftvolle Stütze. Zähle vielleicht Sterne auf deiner Matte, falls du welche siehst. Wenn nicht, stell dir welche vor, denn es sind noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und entspannen. Atme gut durch, stell die Handflächen auf, nimm das Gesäß nach hinten. Und dann setz dich auf. Atme nochmal tief in deine Bauchdecke. Nimm stolz wahr, wie du heute schon für deine Körperkräftigung gesorgt hast. Was? Du hast noch gar nicht genug? Dann schiebe den Link nach vorne und drücke nochmal auf Play. Jetzt komme ich noch zu unserer heutigen Quizfrage. Weißt du, was Asanas im Yoga sind?